Ich heiße Mats und bin 3 Jahre alt. Meine Mama ist Michaela. Wenn ich im Kindergarten bin, geht Mama ins Geschäft zum Arbeiten. Damit ihr da nicht langweilig ist, gebe ich ihr manchmal meine Spielsachen mit. Meine Mama arbeitet bei Wörwag. Dort mache ich die Farben. Der Mama gefällt die Arbeit. Also lustig wie zu Hause ist es da nicht. Deswegen packe ich manchmal Sachen in Mamas Tasche, dass sie im Geschäft was zum Spielen hat. Meistens freut sie sich dann, manchmal aber auch nicht. Mama hat schon früher bei Wörwag gearbeitet, da war ich noch nicht auf der Welt. Dann hat sie aber noch studiert. Mama sagt, die Leute von Wörwag haben sich gut um uns gekümmert, dass alles klappt. Ich habe von Mamas Kollegen sogar Geschenke gekriegt, als ich aus dem Bauch raus war. Als ich noch ganz klein war, ist Mama manchmal wieder ins Geschäft gefahren. Ich muss dann immer früh aufstehen, das mag ich gar nicht. Aber im Kindergarten gefällt es mir gut. Mama macht Farben für große Lastwagen, dass sie schöner aussehen. So wie meine kleinen Lastwagen und Baumaschinen zu Hause, die sind auch so bunt. Die Mama arbeitet im Labor. Da muss man einen weißen Kittel und eine Schutzbrille anziehen. Im Kindergarten haben wir auch so eine Ecke. Kann man einen Laborkittel anziehen und dort experimentieren. Ich habe aber auch schon mal bei der Arbeit besucht. Da gibt es ganz große Rührer. An den Wänden hängen ganz viele Bilder von Lastwagen und Baggern. Die sind alle angemalt mit Farben von Wörwag. Ich habe auch so eine Farbe. Meine Mama hat damit mein Laufrad lackiert. Sie hat gesagt, die Farbe geht nicht kaputt, wenn das Rad umkippt und auf Steine fällt. Die haben sogar geschaut, ob die Farbe bei Regen hält. Wenn ich groß bin, will ich auch Lack machen. Da darf ich ganz viele Farben überall hin malen. Ich will aber lieber Farben für Walzen und Bagger machen, wie mein Papa. Der arbeitet nämlich auch bei Wörwag.